aus Los Angeles. Ich warte auf den nächsten Gast, der kommt aus USA und hatte nicht den Flug verpasst, dann ist er pünktlich da. Ich freu mich auf ein Wiedersehen und hoff, sie kommt gut an. Und dass sie hier, das wäre schön, auch bei Ihnen landen kann. Sie war lange fort und sang für den Export. Und sie hört es nicht gern, wenn man sagt, sie sei kühl. Meine Damen und Herren, Heidi Brühl. Viel Liebe komm ich immer wieder mal nach Haus. Schön war der Weg nach Las Vegas. Er führte manchen ins Glück. Schön war der Weg nach Las Vegas. Aber noch viel schöner, noch einmal so schön der Weg zurück. Einmal zieht es jeden überall und nirgendwo hin. Was ich ersehn, könnte auch geschehen in Schwabing um 10. Ich war dabei, mal zu trampen. Auch Honolulu ist schön, auch auf Hawaii kann man campen. Doch mein Herz will einen echten, lupenreinen Münchner Film. Grüß dich, Heidi. Grüß dich, Michael. Die sind schon ganz. Vielen Dank. Heidi, ja, Heidi Kraut hatten sie leider nicht da. Bitte du ein Interview. Meinetwegen frag nur zu. Was führt dich wieder mal her? Die Antwort, die ist nicht schwer. Na dann? Die Knef hat einen Koffer in Berlin. Ja, aber Heidi, das weiß man doch mittlerweile. Der Alexander seinen. Was hat es mit dir zu tun? Bei mir steht dieser am Strand der Isar, direkt in München, darum zieht es mich hierhin. Ja, da legst du nieder. Sag mal, Heidi, soll das heißen, du bist nicht geboren in Preisen? Na, du Depp, ich bin von hier. Okay. Ich bin getauft mit Münchner Bier. Ankommen, meine lieben jungen, nachdrängenden Talente, können Sie beim deutschen Fernsehen nur, wenn Sie ankommen, niemals, wenn Sie abfahren. Am besten kommen Sie an aus Holland, aus Österreich, Griechenland, England oder gar Amerika. Ein einziger ausländischer Vater genügt da schon, ohne weiteres. Jawohl, ein kleiner Akzent, ne? Und dann ein kurzes Trällern durch die Heckscheibe. Und so, unsere Hitparade und schon sind Sie in. Jawohl, ich kann Ihnen versichern, wer bei uns von auswärts kommt, wird geliebt. Jawohl. Sollten Sie zufällig aus Deutschland stammen, so lässt sich dieser kleine Geburtsfehler auch noch ausmerzen, ohne weiteres. Zum Ankommen tun Sie dann ganz einfach so, als wenn Sie gerade angekommen wären. Hm? Ganz einfach. Nehmen wir beispielsweise Ivan Rebrov. Anastasia selber hätte ihn im Handkoffer über die russische Grenze zu uns hingeschmuggelt haben können. Ja, ohne weiteres, nicht? Und meine, der Mann singt doch auch immer so herzzerreißend von seiner großen Sehnsucht zum alten Mütterchen Russland. Aber fährt er hin mit Neffen, mit Nichten? Kleiner Scherz von mir. Nein, er bleibt. Jawohl, der bleibt. Und
Meine Damen und Herren, und warum bleibt er? Weil er sich darüber im Klaren ist. Aha, der bleibt, sagt sich das deutsche Fernsehpublikum, weil wir so nett sind. Darauf spekuliert man ganz einfach. Und was macht eine Heidi Brühl beispielsweise? Eine Heidi Brühl fährt für ein ganzes Jahr nach Las Vegas und singt dafür Ausländer. Und wir? Da fragt sich doch das deutsche Fernsehpublikum spontan, zu was haben wir die Hitparade? Die Seite sage ich auch immer. Las Vegas und bleib hier brav, ja. Na und warum kannst du mir das verraten? Hör ich Las Vegas, denk ich an Mafia. Dann spielt Casinos, Frank Sinatra und den Paten. Ich lass Las Vegas goldene Wüste. Denn dabei geht das Image sehr danieder. Oh, lass Las Vegas, denn dort verblüste. Sing in der Heimat endlich schöne deutsche Lieder. Denn in der Heimat, ja, da läuft das Leben am schönsten, wo Toni Marshall singt, wo ich gebrüllt als Kind. Ich glaub, im Dirndlkleid bist du am fotogensten. Ja, auf der Alm und daneben, da gibt's Kassin. Na eben. Wärst du doch auf Immenhof geblieben, liebe Heidi, statt nach Hollywood zu gehen. Oh, wärst du doch auf Immenhof geblieben. Und wir könnten zu zweit da noch Heimatfilme drehen. Ach, wäre das schön. Ja. Am Brunnen vor den Toren steh ich im keuschen Kleid, dann küsst mich Traum verloren. Ja, dann komm ich. Nein, Heubleck auf grüner Heid. Den Wildbach hört man rauschen und friedlich grast die Kuh. Und dann beim Küsse tauschen schaut nur dein Pony zu. Das liebe kleine süße Pony, das ist so lieb und gut, fast wie ein Mensch, so doch. Und diese Pony heißen Johnny. Es war mein ganzes Glück auf die Männer. Heidi, Heidi, ich verspreche dir, wenn es wirklich dein ganzes Glück war, dann bekommst du noch deinen Innenhof. Hätten sie es heute Zeit für mich, hat auch Zeit für deinen Innenhof. Aber nicht jetzt, ein bisschen später. Wir machen jetzt die Bühne frei. Wiedersehen, okay. Tschüss.